In der Cola vom Energy Drink Red Bull ist Kokain gefunden worden. Wen überrascht das jetzt? Hat bei der Werbung jemand gedacht, die Flüge kommen von der Energy? Es ist nur magen- und wettbewerbsrechtlich bedenklich, so wie wenn in Coca-Cola Spuren roter Bullen gefunden würden. Man sieht schon Leute an der Bar, die Red Bull mit Strohhalm bestellen, um ihn sich durch die Nase reinzuziehen. Morgen geht's weiter.